Moin YouTube, liebe Messerfreunde, vor euch liegt das erste Facebook-Gruppenmesser der Victorinox-Freunde. Die Besonderheit bei dem Modell war damals, dass es sich um das erste Victorinox Pioneer X mit andersfarbigen Schalen gehandelt hat. Wenn man mal von der Damast-Version absieht und wenn ihr wissen wollt, was sich der Jürgen Heim, der Jan Schießwald, zusammen mit der Firma Lorenzi für das zweite Victorinox-Freunde-Gruppenmesser haben einfallen lassen, dann bleibt doch einfach dran. Willkommen zurück. Bevor wir richtig anfangen, muss ich einfach nochmal Danke sagen. Danke an den Jürgen und den Jan, aber auch an die Firma Lorenzi, ohne die die Umsetzung des zweiten limitierten Modells wohl nicht möglich gewesen wäre. Denn soweit ich weiß, besteht die Firma Victorinox darauf, dass es immer einen offiziellen Händler gibt, der als Auftraggeber auftritt. Privatpersonen werden da sicherlich große Schwierigkeiten haben, solche limitierten Sondereditionen in Auftrag zu geben. Aber jetzt genug der Vorrede, schauen wir uns an, wie das Messer geliefert wird. Wir haben hier die Standard silberne Faltschachtel von Victorinox. Das heißt also, trotz des Sondermodells und der starken Limitierung haben wir hier keine besondere Verpackung. Und auch wenn wir die Verpackung öffnen, dann finden wir zunächst einmal diesen Standard Victorinox Beipackzettel, der so ein bisschen was über die Bedienung des Messers und die Pflege der Victorinox Messer im Allgemeinen erklärt. Und jetzt, Trommelwirbel, kommen wir endlich zum Messer selbst. Hier kommt es zum Vorschein. Auf den ersten Blick ein ganz normales 91 mm Modell von Victorinox mit den schwarzen Celidor-Schalen. An sich schon ein Hingucker. Und wenn wir etwas genauer hingucken, dann fällt zumindest dem geübten Auge ein weiterer Unterschied zu den normalen Serienmessern auf. Und zwar fehlt hier der Inox-Ring. Oder zumindest die Öse, an der dieser Ring angebracht wird. Victorinox zählt ja diesen Ring sogar als eigenständige Funktion auf. Ich persönlich vermisse diesen Ring bzw. diese Öse hier absolut nicht. Denn wenn man das Messer in die Hand nimmt, dann stört mich diese Öse hier eher, als dass sie mir hilft. Und alle, die nicht auf ein Lanyard oder eine Zughilfe oder einen praktischen Clip angewiesen sind, bekommen mit diesem Modell ein wesentlich aufgeräumteres Design. Aber was zeichnet jetzt dieses Messer als Victorinox Gruppenmesser aus? Bei diesem Modell gibt es keine Klingenlaserung. Auch das finde ich persönlich sehr gut. Ich bin kein Freund von Klingenlaserungen. Um dieses Messer jetzt als Victorinox-Freunde-Gruppenmesser zu kennzeichnen, hätte man jetzt natürlich einfach eine ganz normale Gravur auf die Schalen aufbringen können, so wie es bei vielen Werbemessern der Fall ist. Aber da hat sich der Jürgen vom Kanal der Goldwäscher etwas ganz Schönes einfallen lassen. Er hat nämlich ein stilisiertes Victorinox-Freunde-Gruppenlogo gezeichnet und dieses Logo ist tatsächlich als Metalleinlage auf der Rückseite eingebracht worden. Und das ist wirklich eine Besonderheit. Nicht nur dieses schöne Design des Gruppenlogos, man kann hier das stilisierte V für Victorinox und auch das F erkennen, das einen Schenkel des Vs mitbenutzt. Der Jürgen hat mir erklärt, dass er dieses Logo im Büro entworfen hat mit Stift und Papier. In seinem Entwurf fehlen allerdings diese kleinen Stege hier, die die beiden Balken halten. Aber aus technischen Gründen war es leider nicht anders möglich, dieses Logo hier einzubringen. Denn Victorinox besteht darauf, dass bei diesen Metalllogos alle Einzelteile miteinander verbunden sind. Und somit müssen wir jetzt hier halt mit diesen kleinen beiden Stegen leben. Aber ich denke, im Großen und Ganzen fällt das jetzt nicht zu negativ auf. Und Jürgen, da hast du wirklich einen guten Job gemacht. Der Entwurf ist ja gut gelungen, wie ich finde. Übrigens hat der Jürgen noch ein sehr ausführliches Video
zu diesem Gruppenmesser auf seinem Kanal. Das verlinke ich hier oben mal. In seinem Video geht er nochmal deutlich genauer auf die technischen Details des Messers ein und zeigt auch Bilder von der Produktion dieses Messers bei Victorinox. Ansonsten handelt es sich bei unserem Gruppenmesser um ein ganz normales Victorinox Climber. Das heißt, das Messer kommt eben wie üblich mit der großen und der kleinen Klinge, mit den beiden Öffnern, Dose und auch dem Kapselheber. Immer zusammen dann eben auch mit dem Schraubendreher und hier auch mit dem Drahtabisolierer. Und auf der Rückseite haben wir dann noch den Korkenzieher, den Multifunktionshaken und auch eine Stech-, Bohr- und Nähale. In den Schalen selbst dann der Zahnstocher und auch die Pinzette. Was leider aus technischen Gründen ebenfalls nicht möglich war, war die Nutzung der Plus-Schalen. Das hätte mir persönlich sehr, sehr gut gefallen, weil dann eben hier noch der kleine Stift Platz gefunden hätte. Genauso wie die Stecknadel. Aber durch diese zusätzliche Einlage sind die Schalen an der Stelle so dünn, dass Victorinox es nicht hinbekommen hätte, hier einen zusätzlichen Kanal einzufräsen, der den Stift hält. Das ist schade, denn ansonsten wäre dieses Messer mit Sicherheit auch ein Konkurrent meines Victorinox Kompakt gewesen, um den Titel des besten Victorinox EDC-Messers im urbanen Umfeld. Die Auflage des Messers betrug wieder 100 Stück, also stark limitiert, und soweit ich weiß, sind inzwischen auch alle Modelle vergriffen, sodass das Messer nur noch auf dem Gebrauchtmarkt zu bekommen ist. Aber ich denke mal, genau wie ich auch, werden alle, die eins bekommen haben, es sich sicherlich sehr, sehr genau überlegen, ob sie das so schnell wieder hergeben werden. Das soll es gewesen sein zu meiner kleinen Vorstellung des zweiten Victorinox-Freunde-Gruppenmessers. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr seid auch beim nächsten Mal wieder dabei, wenn es bei mir heißt: Moin YouTube, liebe Messerfreunde. Bis dahin, tschüss!